diesmal genau gepasst. Das erste Mal heute. Damit ist das Problem also, gelöst, jetzt endlich mal. Schön. Ich erzähle immer gern, ich bin das erste Mal mit dem Fahrrad über die Mainbrücke drüben gefahren, als Mädchen zum Schwimmen. Und da habe ich es gesehen. Und von da an habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass ich später dort mit meinen beiden arabischen Pferden lebe. Aber 2017 bin ich aus dem Flugzeug gestiegen von einer Amerika-Tournee. Da hat meine Frau zu mir nicht etwa gesagt, wie war es in Amerika, sondern sie hat gesagt, wir müssen sofort zum Schlösschen fahren. Da ist irgendwas, der Garten ist so verwildert, ich habe da so ein Gefühl. Und das war der Beginn der Geschichte. Ein paar Monate später haben wir den Vertrag unterschrieben. Ja, genau so ist es gewesen. Darf ich für euch Bilder? Können wir mal gucken hier. Das ist interessant. Wie es eben mal aussah. Mit dem Garten vor dem Haus. Das wirklich kaputte barocke Dach. Das dann neu gemacht wurde und das ist dann schon ein Foto mit dem neuen Dach. Wir lieben dieses Haus nicht nur, weil es so ästhetisch ist und so erhaben irgendwo, trotz allen Alltags, sondern auch, weil wir so viel Liebe und Arbeit hineingesteckt haben. Und auch kann man sagen, wenn man so durch die Räume geht und durch die Flure geht, man gewöhnt sich daran, es wird normal. Aber es gibt auch zwischendurch immer wieder das Aha-Erlebnis. Ach Gott, ist das ein schönes Schloss. Auch im Alltag. Mhm. Das ist wirklich wunderbar. Ja, hier war also eine Wand gezogen, ein Flur und Türen für drei Räume. Eine Küche, ein kleines Wohnzimmer und so weiter. Also die Größe dieses Saales nicht zu ahnen gewesen. Ja. Hab ich restauriert dieses Fenster hier innen. Was sagst du immer, ist das mundgeblasene Glas aus den Werkstätten von Balthasar Neumann, gell? Aus seinen Glasbläsereien. Es wird mundgeblasen und gewalzt. Wenn man sich bewegt, dann sieht man, dass der Wald sich auch so ein bisschen bewegt, weil das Glas halt früher anders war. Das ist gerade schön, man muss auch nicht so viel putzen. Ne? Das finden wir auch sehr schön, weil allein dieses Stockwerk hat schon 19 Fenster und das würde man gar nicht schaffen. Jedes Fenster ist eigentlich wie ein Gemälde, ne? Wenn man hinausschaut. Nicht rausfallen. Aufpassen. Ich glaube, ich darf es so sagen, mit eins der schönsten Zimmer ist das historische Schlafzimmer. Da ist es uns nämlich gelungen, wirklich eine historische Freilegung zu machen. Also da ist die Malerei von 1735 drunter. Da oben das Blau, da sehen wir eine spätere Fassung. Die ist wahrscheinlich ja 19. Jahrhundert. Das haben wir eben auch lassen wollen. Das ist dann eben später draufgekommen. Das hat ja auch seine Berechtigung. Wir haben hier oben historische Räume, wir haben hier oben ein Schlafzimmer. Wir haben uns aber dagegen entschieden, den Vorschlag eines Architekten aufzugreifen, der gesagt hat, ach, da stellen wir in einen historischen Salon eben einen Kubus, da sind dann Toiletten. Das wollten wir keinesfalls. Hier oben ist also kein Badezimmer, wir haben ein Badezimmer ganz oben im Dach, wo auch die beiden erwachsenen Kinder wohnen. Und wir wollen unten noch eins bauen. Und hier habe ich etwas Kleines eingebaut. Ja, da dürfen Sie gerne mal reinkommen. Wir haben bei der Sanierung ein historisches Abflussrohr gefunden. Ein ganz großes Tonrohr, was wirklich hier hinunterführt in die Latrine, die wir auch gefunden haben an der Ostseite des Hauses. Ja, und wir glauben einfach, dass wahrscheinlich der Fürst schon ein ganz fortschrittlicher Mensch war. Und hier gab es eben schon ein Ausgussbecken. Das ist der Abriss von diesem Wandschild. Ja, und da war schon mal ein Bad und wir haben jetzt, was heißt Bad, jetzt wieder hier eine kleine Nasszelle, möchte ich mal sagen.
ein weiterer magischer Ort, ich muss es so sagen, wie es ist, meine Hängematte. Wir haben hier nämlich wunderschöne Bäume. Es ist ein ganz toller Park letztlich, unser Schlosspark. Und man hat so viele Schattenplätze und in der Hängematte ist natürlich am gemütlichsten. Also die Dankbarkeit ist ganz groß, gerade jetzt im Sommer ist es herrlich, jetzt sind wir eigentlich das erste Mal in gewisser Weise, also fertig ist man nie, aber doch so, dass man auch vormittags mal einen Kaffee trinken kann, ohne zu denken, ach, ich müsste eigentlich ein Fenster streichen oder irgendwas schleifen. Und dieses Gefühl ist eigentlich ein großes Glücksgefühl, was uns jetzt überkommt, möchte ich sagen. Also es ist jetzt warm, der Garten ist herrlich zu nutzen, wie man läuft da durch und es ist einfach wunderschön, das anzuschauen, das Barock war die Blüte der Handwerkskunst. Das ist alles hochwertigst und schön gearbeitet und das erfreut unser Herz. Wir haben es selbst herausgefunden, was das darstellt. Es ist nämlich Jesus Christus persönlich, nicht etwa irgendein Heiliger, wie uns damals gesagt wurde. Man kann das sehen wunderbar an dem vom Künstler so unwahrscheinlich schön herausgearbeiteten Faltenwurf des Rocks. Wir haben das zuerst nicht beurteilen können und jetzt ist es uns ans Herz gewachsen einfach, dieser Jesus. Es ist herrlich, ja? Ein echter Schatz. Ich sage immer, das ist Johann Sebastian Bach, unser zweiter Gott sozusagen. Wir alle sind ja immer dem Wandel unterworfen und das macht unser Leben auch aus. Und das ist das auch Wichtige, was man sieht an so einem Haus. Es ist nie fertig. Es wird sich immer verändern. Es ist jetzt ein Zustand, den wir mal so präsentieren und wenn Sie in ein paar Jahren wiederkommen, wird es sich verändert haben. Da werde ich eine Tür noch angestrichen haben oder wir werden gesagt haben, ach, das ändern wir hier nochmal. Also ich glaube, dieses Loslassen können, dass alles immer im Fluss ist, das ist was ganz Wichtiges, was man hier auch lernt. Weil fertig und perfekt ist das ja nie, kann es ja gar nicht sein. Soll es auch nicht sein.